Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von NBA 2K16 und jetzt wird's langsam richtig spannend. Denn sollten wir jetzt in Cleveland nicht gewinnen, dann muss ich das erste Mal wirklich in ein Game 7 und ich versuche das wirklich zu vermeiden. Also ich hoffe, dass wir jetzt dieses Game hier gewinnen können gegen die Cavs und dann den Sack endgültig zumachen. Welcome to the NBA Finals on 2K Sports. I'm Ernie Johnson with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Game 6 upon us. And will it be the championship game? It will be if a certain team has its way tonight. That's what we're here to see. And the series tonight takes place in Cleveland, where it'll be the Cavaliers going up against the Golden State Warriors. Well, for Golden State, a heartbreaking loss in Game 5. It was there for the taking. Now they refocus themselves and get ready to make up for it tonight. And with a little bit of time here before tip-off, I'll kick off a topic. Defense, as we know, a key to winning basketball. Kenny, talk about the hallmarks of a great defensive team. Well, first there has to be an anchor in the back. And if you have an anchor in the back, then all of a sudden you can start with... Also gehen wir direkt rein. Es geht jetzt wirklich um alles. Ich bin heiß, trotz Anspannung. Folks, it is electric in the arena for this Game 6 of Geben the NBA Bestes. Finals. So glad you can join us for it. This is Kevin Harlan with Greg Anthony and Clark Kellogg and our sideline reporter, Doris Burke. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Guys, what's your take right now on this Cavaliers team? And this really Komm schon, noch 4 Sekunden. Ja, und Kyrie steht komplett frei. Die ersten Punkte. Die ersten Punkte. Und die Fans natürlich dieses Mal nicht auf unserer Seite. Nein! Ich hab's mir gerade eben noch gedacht. Komm schon, dranbleiben. Geht drauf. Ah, der fällt gerade so. Der fällt gerade so. Nochmal zu Curry. Der nochmal zu mir. Ich zu Thompson. Curry nimmt ihn, macht ihn nicht. Okay, schon mal kein geiler Start für uns. Absolut kein geiler Start. Yeah, their defense got sliced and diced in that game. They just weren't closing down on perimeter shooters. Not nearly. And then they gave up. Und der fällt halt wieder, ne? Point blank shots on the interior. Ja. D plus Wertung. You gotta take a real long look in the mirror after a game like that. Here's Green and the officials. Wichtiger Korb. Wichtiger Korb. It's good. He'll go to the line. And he's got his first chance at the line here. Und er macht ihn. Also ich weiß nicht, was meine Jungs auch mit in den Playoffs teilweise ein bisschen mit den Freiwürfen haben. Alles eigentlich relativ gute Freiwurfschützen. Alter, was wird das? Ja, das ist natürlich bitter. Also wenn solche Dinge da natürlich reingehen, dann kannst du gleich mal zu Beginn fragen, geht hier was? Geht hier was in Cleveland oder kannst du gleich nach Hause fahren zu Game 7? Naja, und wieder nicht. Also wir haben hier richtig Probleme am Anfang. Auch ich bin noch überhaupt nicht drinnen. Bei den ersten Rebounds. Schöner Pass. Ja. Aber er geht wieder nicht. Geht wieder nicht. Ja, und Kyrie komplett frei. Na klar, da frisst du einfach den Dreier. Da frisst du den Dreier. Und Kyrie wieder gleich 3 von 3. Thompson, der muss jetzt mal gehen. Jawohl. Ich spiele gerade auch ein bisschen ängstlich, aber ich darf hier halt echt nicht kalt laufen. Ich darf hier echt nicht kalt laufen. Ja, die ballern alles rein. Die ballern alles rein.
Excellent ball movement there, guys. And that's key to this run. Passing it was perfect. So, erster Korb für uns. Been able to keep up. And if that doesn't get them fired up, ich will, ja, was ist mein Plan? Ich will eigentlich erstmal heiß laufen, bevor ich anfange, Dreier zu werfen. Tell you what, fellas, that could give them the energy boost they've been looking for. Ist die Frage, ob es gelingt, der. Der geht nicht. Warriors trail by six. Right wing. Außer ich stehe so frei. Aber es ist halt natürlich Wahnsinn, wenn ich so frei stehe. Hab den ersten Move reingemacht, dementsprechend bin ich nicht kalt, trefft ihn fast perfekt und dann geht er halt nicht rein. Das ist halt gleich zu Anfang immer mies. Das ist. Ja, schnell wird ihn wieder machen. Nee. Fast Break. Der geht wieder nicht. Das kannst du halt einfach nicht bringen in den Finals. Wir machen die leichtesten Würfe nicht rein. Und da meine ich nicht gerade eben meinen Dreier, sondern die ganz normalen Jump Shots von meinen Jungs. Here are the NBA's top scorers during this postseason as shown on the 2K leaderboard. Freak number one, fourth Kyrie Irving. You know, you never know who will step up in the postseason and who might shut down. Läuft überhaupt nicht. Erstes Viertel ist 7-13. Gott sei Dank spiegelt sich jetzt nicht im Spielstand wieder. And the Cavaliers will go with a different look here. Biombo is checked in for Gorgui Dieng. Thompson comes in for Kevin Love. Shumpert is checked in for Tony Snell. Ja, ey. Also jetzt langsam krieg ich echt ein zu viel. Ja, Shumpert. And Sessions subbed in for Curry. Now here's Shumpert. Hey. Es ist so eine Frechheit, Mann. So the whistle blows on the shot. Two free throws for the contact right there. Wow, wow, he got whacked on that. It shouldn't be meins. Blatant contact. Straightforward call. Simple. So he makes one of two. Nummer 2 geht nicht gleich zu Iggy. Warriors trail by 7. Out of bounds. Cleveland will take possession. Hey, Jungs, wollt ihr mich eigentlich gerade verarschen, Mann? Basically walked out of bounds. Ey, was? Ey, es ist genau wie im letzten Spiel. Was soll die Scheiße, bitte? Ey, jetzt langsam finde ich es echt nicht mehr lustig. Inside. They double him with Freak. Fires from 18. That's good. Also wenn wir so weiterspielen, dann kriegen wir richtig fetten Blowout in unser Gesicht gedrückt. Und das, was wir hier gerade spielen, ist einfach nur witzlos. Fast, ich stehe frei. Ich habe mit einer der höchsten Wertungen überhaupt beim Wurf. Egal ob Hall of Fame oder nicht, der muss einfach gehen. Ja, und nächster Wurf bei den Cavs, der reingeht. Wir werden hier richtig hergematscht, richtig hergematscht. Great point. Really an embarrassing performance defensively, and the coaching staff can't be happy. Now here's Sessions. He hasn't scored yet. Ja, nächster Turnover. Also wenn du gleich mal so im ersten Viertel hinten liegst, dann weißt du auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass du hier wahrscheinlich nichts holen wirst. Ja, wenn der jetzt nicht reingegangen wäre, dann hätte ich echt rumgeschrien, ohne Scheiß. Drauf! Ey, es ist unfassbar, Mann! Willst du mich eigentlich hier komplett verkohlen? Ey, das ging so auf die Fresse. Und willkommen zurück zu unserer Präsentation. The Cavaliers will go with a different look here. Auszeit, ich komme rein und wir liegen nur noch mit 5 Hits. Das ist natürlich ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Wow, wie kann es doch anders sein? Na, unserer. So. Dritter Lauf. Ja, okay, jetzt kann ich dann verstehen, weil jemand dran war und hat mich verteidigt, aber. Ja, ist jetzt Schluss mit lustig. Gib den scheiß Ball her. Ich sag ja, gib den scheiß Ball. Kyrie, verzieh dich, Mann. Ich fange jetzt wieder an, vorne zu attackieren. Ich breche einfach Kyrie jetzt komplett durch die Mitte, Mann. Und werde ihm einfach die ganzen Bälle wegziehen. Ja, ist egal. Scheiß drauf. Aber ich werde Kyrie jetzt in seinem Spielaufbau jedes Mal einfach stören.
Boy, I tell you, he was in such a rhythm and on a roll. He could have won that game all by himself. And Sessions comes Barnes. And the three on top. Wahnsinn. I'm shocked that unsere Wurfquote ist halt echt ein Problem in letzter Zeit. Ja, der steht halt so fett zu frei. Was erwartest du? Ja, was erwartest du, dass der nicht reingeht? Dann geht er tatsächlich mal nicht rein. Komm, ich lauf rein. Schöner Pass. Ja, ist okay. Da weißt du einfach Bescheid. Da weißt du einfach Bescheid. Ist okay. 50 seconds left here in the second. Also nicht, dass ich jetzt langsam leicht wütend werde, aber wütend ist schon gar kein Ausdruck mehr. They did seem to take the cautious approach, Greg, when it came to defending that one. You're right. And guys, it's not the time for caution now. I mean, they've got to be aggressive. Ich bin geladen. Wie noch mal was? Ich bin geladen. Die kannst du gleich mal hergeben, Mann. And it's the Warriors on the break. Freak with the ball. And that renn damit. Ich hab dir doch gesagt, Kyrie, Mann, ich brech dich, Mann. And that's his strong suit, the ability to find his way through the D and finish at the rim. Oh. Ja, Glück gehabt. Egal, ich komm schon wieder. Was ist los, Kyrie? Was ist los, hä? Wo sind deine Skills? Ich seh nichts, Mann. Wo sind deine Skills, Mann? In your face. Was denkst du, wer du bist, Mann? It looks like they're ready to put the hammer down. Well, we've been waiting for one of these teams, Greg, to pull away. Maybe that'll be a springboard for him. Could be. I don't like that. So, Mann, Ansage. Der Anger meint ungefähr, er dribbelt hier die ganze Zeit rum und macht hier einen auf Mr. MVP. Der MVP steht hier, Mann. Der Maxi ist aggro und das ist ganz schlecht für den Gegner. Das ist ganz schlecht für den Gegner, wenn der Maxi aggro ist. And thanks for tuning in as we get back to the action of our broadcast here of Game 6. Kyrie Irving really making a difference here. You just love it when the decision. Das ist ganz schlecht, wenn der Maxi aggro ist, Mann. In your face. Anything. Guys, I think here in the second half, though, they may want him to be a little more assertive. Start hunting more for his shot. Und da kommt der nächste Steal. Setting the floor for the Warriors. It's the Splash Brothers, Curry and Thompson. They're in the backcourt. Green at the four with Bogut at the five. And it's Freak in at the small forward position. Comes to Thompson. There's the pass to Thompson. Six to shoot. The feed now to Freak. Back to Thompson. Und man lost to Thompson. Needs to get off a shot. And it's Green. Alter! Unsere, ey, jetzt kriegen wir die. Mann. Here's Irving. 11 points in the game. Master Snell. Ja, okay, das ist schlecht. Wenn Green einfach stehen bleibt und Snell dann durchlaufen lässt, obwohl er mitten in seinem Weg steht. You're right, Clark. Just continue to pound it in the paint. Ey. And get those easy points. Also jetzt langsam. Das habe ich zwar jetzt schon 100 Mal gesagt. Love wide open. He fires. Good and ja, es wird hier so ein heißes Duell, Mann. Egal, ich muss aggro bleiben. Ich muss aggro bleiben. He's got such tremendous length. He can just rise up and get separation for the three. Here's Freak. And right away. Ich muss aggro bleiben, Mann. In dein Gesicht! Alter, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geladen war, ey. Just a little over 90 seconds gone in the third quarter. Na, scheiße. Geht nicht, hab ich. Alter, mit Fullspeed. Boy, what happened on that one, Greg? I mean, that's almost an automatic shot for him. And that one's und geht wieder rein, geht wieder rein. Such a well-rounded offensive player. He's got a little bit of so, unsere Wurfquote hochgepumpt auf 54%. Here's Irving. The Warriors. Nichts gibt's, Mann. Defense. Gleich rüber zu Thompson. Schön gespielt. Nice. Triangel, Mann. Freak Thompson, Curry und dann rein damit. Bam! Bam!
Alter, ich weiß nicht, welches das letzte Mal so heiß war. Bogut, the pass to Thompson. Seen by Bogut. Thompson misses. And with room like that off the pick, you have got to knock that one down. Well, you know, they did everything right, Greg. They executed. All you want is a good look at the basket. Sometimes the shots just don't fall. Schau dir Kyrie an, schau dir Kyrie an. So eine Ratte. Yes, and it's Irvin picking up the assist. Ja, das Problem ist, du kannst ihn alleine so nicht verteidigen. Dishes it to Freak. Passes it to Green. No good. Ja, das war mir fast klar. Das war mir fast klar. Hab ich. Gleich vor zu Thompson. Und hinterher. Ich bin draußen. Freak. Rein damit! And at the offensive end, he's done about as much as they could have hoped for today. Snell dishes to Smith. Endlich spiele ich mal wieder MVP, ey, und nicht wie, weiß ich nicht was. Open shot, Love, and there's another one for the Cavaliers. Egal, 50-48. And that assist got him a little nod from his teammate after that one. 17 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists. Aus dem Nichts, 60% Dreier plötzlich. Bam, bam, bam. And the Cavaliers will go with the pick here. Biombo is checked in for Jang. Thompson comes in for Kevin Love. Come on, Shumpert's checked in for Tony Snell. And it's Mills in for J.R. Smith. Barnes is checked in for Golden State. Iguodala comes in for Klay Thompson. Ja, und die kriegt genau Kyrie, ne? Kyrie steht an der gleichen Stelle. Ja. Irving's got 13. Das ist mies, das ist mies. This game is tied up. I mean, he's done his part to keep them in. Green, the pass to Barnes. Freak kicks to Curry. Kyrie feeds it to Iguodala. Can't connect from short range. Oh, no. Wollte gerade sagen. In the corner, Irving with it. Not wasting any time and taking the shot and knocking it down. Was ballert der Typ eigentlich nicht daneben? Irving's got 4 points now in the quarter. Golden State's gone 6 of 14 with the free ball tonight, just a little over 40%. Green, the screen. Freak with it. He's got 17. And Iguodala rein damit. Go in on the assist by Freak. 52-52. Freak's got 3 assists tonight. A pretty delivery that time from Iguodala. Irving against Curry. Schau dir Kyrie an. Einfach nur so eine Dribbelmade. And he gets it to go. Mills has got 5 now. That's been their bread and butter in the second half. They've really knocked down their long range shots. And as hot as they are, no need to play. Was? Ey, anstatt dass er Blockfoul pfeift, meint er jetzt, es war out of bounds. Selten so ein Bullshit zusammengepfiffen, ey. On the wing, Shumpert. For three. Yes, it's klar. It's klar. Irving's got 6 assists now in the game. Boy, such outstanding patience and decision making for them offensively. Ey, wenn er mir den Ball so gibt und mein Spieler einfach weiterläuft, was soll ich bitte machen? 5 seconds separating the shot and game clocks. Tries to keep it alive. Die kriegen ihn wieder. Ich klatsche den Ball weg und die kommen halt trotzdem wieder an den Ball. Ja, der steht ja gar nicht frei. Ja, gut, dass ich nicht von hinten ungefähr den hätte wegklatschen müssen. Ja, und der geht auch nicht. Ja, wir müssen jetzt unbedingt verhindern, dass wir jetzt noch einen Punkt kassieren. Nein, Mann, schön Iggy. Scheiße. Aber trotzdem, das ist einfach... Warum sie das auch teilweise einprogrammiert haben. Du kriegst einen Ball und der Spieler ist automatisch in der Laufanimation drinnen
Und dann läufst du in den Gegner rein und dann klatscht er dir den Ball weg. Da kann ich nichts machen. Cleveland leading by 8. They've got him on Jumper. J.R. Smith out there with Mills. Ey. And there's Kevin Love. And it's Thompson in at the center. Bei denen trifft jeder jeden Dreier und bei mir nicht. Right now. Ja, es ist schon wieder 11 Punkte. Hey, was ist das, Mann? Jetzt langsam langweilt mich das Spiel aber richtig hart. Ohne Sinn, Mann. Ich habe jetzt langsam echt keinen Bock mehr. Verarschen kann ich mich selber. Gib den scheiß Ball her. Ich sag gar nichts mehr. Da müsste ich mir einfach rausgehen, Konsole ausmachen und mich einfach ins Bett legen, ohne Scheiß. Hey, willst du mich verarschen? Es ist vom Parkplatz, wo er wirft. Ey, ich krieg so einen Anfall. Ich krieg so einen Anfall. Da, Mann, werfe ich auch einfach mal von irgendwo. Ist mir scheißegal, wir müssen eh in Game 7. Wieso wie die spielen? Du glaubst nicht, dass du ansatzweise nur gegen die irgendwas gewinnst? Ja, nächster Dreier. Ja, ja, nächster Dreier. Wir kriegen einen Blowout hier ins Gesicht gedrückt. Was die hier spielen, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. And Greg, it's hard for me to watch this. I mean, the defense practically giving them those shots. Ja, ist okay. Ist mir jetzt auch scheißegal, ob wir verlieren. Ich sag's euch ehrlich. Ich bin so geladen, was das Spiel mich verarschen will. Defense, mir ist gerade alles so bums. Ja, natürlich. Warum geht der nicht? Das sind die 100% Wurfquote im Regler draußen wieder runtergerutscht, oder was? Here's Freak. That's in, coming off the assist from Thompson. Alter, ohne Scheiß, ey, also so sauer war ich noch nie, so sauer war ich noch nie auf dieses Spiel. Weil verarschen kann ich mich halt echt selber. Bam, und diesmal mach ich's alleine, ey, wenn du zu blöd bist, um den Ball reinzunageln. Kennst du den hier, Mann? Major League Big Boy Throwdown right there. And he keeps a tight grip on that rim after the finish. Yeah, man. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Ich gehe hier jetzt total aufs Ganze. Mir ist das so Wayne. Checked in for Cleveland. And then for Golden State. Draymond Green comes in for Harrison Barnes. And Curry subbed in for Sessions. Down low, here's Smith. And the layup's good off the glass. Komm, weiter Auszeit. Ich brauche keine Auszeit. Scheiße. Interessiert mich nicht. Das Einzige, was ich brauche, Heißlaufen ohne Ende. Wohin jetzt? Nagel den doch mal. Jawohl, Mann. Everything had to start dropping. And boy, have they gotten on a roll. Alter, steht der frei. Thompson against Smith. Shot clock at 5. Schön, Thompson. We're in the final quarter of play here. 3 minutes in. Got that. Bam, Mann! 27 points for Freak. And what's your take on so ein richtig unlogischer Wurf, ey. Auch bei mir, aber es ist mir so bums. Und er geht nicht, ich hab ihn. He kicks it to Kerr. Golden State moving the ball around. Freak passes to Curry. Komm schon, Thompson! From long range. Jawohl, Mann! And a great assist by Curry as that one goes in. Alter, 20 Punkte zerstört. Kommt schon, Jungs, weiter, Mann. Und da kommt der Pass. Und Curry macht ihn. That's a brain freeze right there from the entire defense. Ey, ich hab selten so ein Spiel erlebt. Ich hab selten so ein Spiel erlebt. In the corner, Smith with it. Three-pointer. That is ja, das natürlich auch. Also die hören natürlich jetzt auch nicht auf, Dreier zu werfen. Green, der muss. Jawohl, Mann. Alter, das ist das ultimative Battle gerade. And their defensive rotations have been non-existent.
Noch nicht erlebt, noch nicht erlebt. 27 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists. Right now, Doris. Well, over that last break, Kevin, I got a chance to hear what David Black said to the team. He told his team to keep looking for three-point opportunities, saying their perimeter defense isn't doing a good job getting out on our shooters. So let's keep firing away until they decide to guard us. Bleibt dran, bleibt dran. Bleibt dran, Thompson, der geht nicht. Ich hab ihn. Freaks got six rebounds here tonight. Curry with it. He's picked up by Irving. Freak dishes to Thompson. The 10-footer. Thompson, warum spielst du ihn nicht nochmal? Warum? Ja, und jetzt... Ja, gibt's. Außerdem, davon abgesehen, stand er auf der Linie. Es war kein Dreier, aber ist okay. Ich könnte jetzt die Wiederholung anmachen, aber ich habe keinen Bock drauf. Weil wenn ich dann auch noch sehe, dass es wirklich stimmt, dann raste ich erst richtig aus. Für mich stand Smith so hart auf der Linie drauf. Ja, jetzt brauchst du halt schon einen Dreier, ne? Eine Minute noch zu spielen. Jungs! Alter, ja, das bringt uns viel. Das bringt uns viel. Zwei Freiwürfe für Bogut. Das bringt uns richtig viel. Der einfach uns beide daneben hauen wird. Ja, dann haut er halt den zweiten daneben. Aber es ist einfach... Bringt uns... Ey! Jetzt klatsche ich in den Ball weg und er kriegt ihn wieder. Ja, und das... Ja. Nee, es wird ein Game 7 geben. Es wird ein Game 7 geben. Out to the right wing. Outside Green. Ja, und das war's. War meine Schuld, aber okay. Was willst du machen? Du brauchst eh den Dreier. Du brauchst eh den Dreier. Was in dem Spiel passiert, das habe ich noch nie erlebt. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin so angepisst. Ich bin so angepisst. Ja, springt halt einfach noch mehr durch. Ja, Rebound kriegen wir auch nicht. Ja, jetzt ist endgültig vorbei. Geil, Jungs! Game 7! Da haben wir doch Bock drauf, oder? Da ist Partystimmung in der Oracle Arena. Schön nochmal den Ring verkacken, nachdem wir eigentlich schon alles so gut wie eingetütet haben. So, gib mir den Ball, weil ich jetzt einfach hier die Shotlock runterlaufen lasse. Nicht, dass die jetzt noch meinen, die fangen hier an mit Rumfaulen etc. Da habe ich jetzt ungefähr so hart keinen Bock drauf. Was war das in diesem Spiel? Ey, von 7 Turnovern, 4, wo ich nichts dafür kann. Dreier, die so leicht waren. Jumpshots, die so leicht waren. Ich verstehe es einfach nicht. Ich werde es auch einfach nicht verstehen. Ich kann das nicht akzeptieren. Ohne Scheiß. Was hier teilweise abging, unglaublich. Es ist unglaublich, wirklich. 27 Punkte, 11 von 19, 7 Rebounds, 6 Steals, 4 Assists, 1 Blocks. Ohne Scheiß. Wir sehen uns in Game 7. Wir sehen uns in Game 7.